Hi, ich weiß, meine Haare sind total unordentlich. Naja. Ja, ich bin einfach extrem entspannt, weil ich habe zum ersten Mal eine Thai-Massage ausprobiert. Und das hat richtig gut getan. Ich kann es nur jedem weiterempfehlen, wenn du einen angespannten Rücken hast, Muskelkater oder du bist gestresst wegen irgendetwas, dann nehme dir diese Zeit, gönne es dir und ich meine das wirklich mit ganzem Herzen, du verdienst es. Es ist eigentlich traurig, dass ich erst krank werden musste, um zu realisieren oder jetzt, ja, ich sag jetzt mal, wirklich zu verstehen, dass ich das verdiene. Ich muss ehrlich sagen, dass vor meiner Erkrankung war ich ziemlich ungnädig mir selbst gegenüber. Ich habe mir viele Sachen nicht gegönnt und sagte mir immer wieder, ich muss erst was dafür leisten und dann darf ich es auch haben. Natürlich ist es wichtig, dass man etwas tut und leistet und dann anschließend davon mit etwas Schlimm sich eine Freude machen kann. Aber ich war ziemlich ungnädig. Ich war sehr streng mit mir selbst. Auch wenn ich was gemacht habe, auch wenn ich gearbeitet habe, sagte ich, nein, du darfst das nicht. Das hast du nicht verdient. Nachdem ich dann Krebs bekommen habe und eine Chemotherapie, eine Strahlentherapie und noch eine andere Erkrankung nach der ganzen Krebstherapie, als ich all diese Sachen hatte, fing ich langsam und stetig an, mir einfach Sachen zu erlauben. Ich habe mir selbst gesagt, boah, du hast sowas Hartes hinter dir, jetzt wirst du in regelmäßigen Abständen dir ab und zu was gönnen. Und das hat bis heute nicht aufgehört. Aber was ich traurig finde, ist, dass ich, wie ich schon sagte, erst mit einer Chemo konfrontiert werden musste, um mir dann erst also zu erlauben, dass ich mir was gönnen kann. Das ist Quatsch. Du musst auch nicht erst mit einer schwierigen Erkrankung zu kämpfen haben, um zu verstehen, dass das Leben an sich schon hart genug ist und dass man sich wirklich hin und wieder etwas Gutes tun sollte. Irgendetwas, was dir selbst eine große Freude macht. Du hast vielleicht keine Krebserkrankung gehabt, aber vielleicht gibt es irgendwelche andere Dinge, die dich stark belasten. Es geht auch nicht darum, wer mit den schwierigsten Herausforderungen zu kämpfen hat, weil letztendlich ist der eigene Rucksack für jeden individuell am schwersten zu stemmen. Ob das die Arbeit ist oder alleine überhaupt morgens aufzustehen, finde ich manchmal, ist ein großer Kampf und kostet viel Überwindung. Ich liege öfters im Bett und denke, oh mein Gott, wie soll ich jetzt diesen Tag überstehen? Und das können vielleicht andere gar nicht nachvollziehen. Ist ja auch nicht wichtig. Der Punkt ist, dass überhaupt aufzustehen manchmal eine Schlacht sein kann. Ja, versuche dir selbst gegenüber gnädiger zu sein. Hab Erbarmen mit dir selbst und gönne dir ab und zu etwas. Ich werde jetzt mal eine Floskel bringen. Genieße dein Leben, weil das Leben ist kurz. Das hast du bestimmt sicherlich tausendmal ge gehört, aber es umzusetzen ist etwas ganz anderes. Und darum rate ich dir, bitte, tu dir selbst den Gefallen und schalt mal einen Gang runter. Nimm dir mal einen Tag frei, wenn es irgendwie möglich ist. Und wenn du dir nicht einen Tag frei nehmen kannst, dann tue etwas zwischendurch, was dir hilft, oder was dir hilft, Energie zu tanken. Zum Beispiel, dass du mal kurz, ja, eine Pause nimmst, 5 Minuten und du trinkst eine Tasse Kaffee oder Tee oder holst dir ein Getränk beim Kiosk, gehst mal raus aus dem Büro, streckst die Beine ein bisschen. Du darfst nicht vergessen, dass jeden Tag dein Körper für dich immer wieder in der Bewegung ist. Und dein Herz schlägt jeden Tag fleißig und pumpt literweise Blut durch deinen ganzen Körper. Dein Verstand arbeitet jeden Tag. Und deine Seele,
Deine Seele ist auch jeden Tag im Funktionieren. Diese Dinge, dein Verstand, dein Herz, dein Körper, deine Seele, alle diese wichtigen Faktoren arbeiten jeden Tag für dich so fleißig. Haben die da nicht etwas zurückverdient? Also, sei nicht so streng mit dir selbst, hab Erbarmen und Gnade dir selbst gegenüber und gönn dir ab und zu etwas, weil du hast es verdient.